Morgen. Morgen. Moin. Frohes Neues. Frohes Neues, danke Ebert. Doch genau das ist Raphael van der Vaart selbst versagt geblieben. Die vermeintliche Traumehe zwischen dem Hamburger Publikumsliebling und seiner Sylvie soll schlagartig beendet sein. Nach einem Streit in der Neujahrsnacht berichteten Augenzeugen von Handgreiflichkeiten zwischen van der Vaart und seiner Noch-Ehefrau. Ein bisschen geschockt bin ich schon, ja. Weil ich habe immer gedacht, das wäre das Traumpaar. Ja, es ist einfach so. Muss man, weiß ich nicht, geht mich als Fan auch nichts weiter an. Ich mag ihn als Fußballer und ansonsten ist das, denke ich, Privatsache. Sportlich führt der Weg Raphael van der Vaarts aber erst einmal mit dem HSV ins Trainingslager. Ab sofort soll dort der Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde gelegt werden. Gelegenheit für den niederländischen Nationalspieler, möglichst bald wieder sportlich für Schlagzeilen zu sorgen.